Vielleicht sind wir jetzt die Superschwinger. So. Dann schauen wir mal. Denk daran, du kannst immer nach Hause. Kannst. Nochmal. Ja, jetzt ist es weg, egal. Man kann immer nach Hause gehen. So, Punkt. Da vorne war gerade wieder so ein Auge. Ich muss mal gerade, ich guck mal gerade. Boing. Upgrades. 6400 Punkte haben wir. Da können wir noch, ja, so ungefähr zwei Sachen machen. Ladetempo, Schleuder. Tempo ist vielleicht nicht schlecht. Durch eine technische Modifizierung seiner Netzdüsen kann Spider-Man seinen Netzzug jetzt erheblich schneller verwenden, wiederverwenden. Gerade mal gucken, was haben wir denn noch? Attacke und Sehschärfe und Stärke. Diese Chemikalie, die eigentlich für Sprengwaffen der russischen Verbrecher gedacht ist, macht das Netz stärker, sodass Feinde sich nicht mehr so leicht befreien können. Alles klar, hier, zack. Klebrigkeit, okay. Jetzt haben wir noch 3400. Jetzt können wir entweder Sehschärfe machen. Intensives Training lässt Spider-Man potenziell nützliche Objekte in der Umgebung erkennen. Dazu gehören unter anderem Technikteile, Audioeinträge, Comicseiten und interaktive Objekte. Ja, alles klar, komm hier. Das haben wir es ein bisschen einfacher. Parker, es gibt Gerüchte, dass die russische Mafia eine experimentelle Kampfrüstung gestohlen hat. Vielleicht findest du irgendwelche Beweise. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. So, jetzt sind wir hier unten auf dem Minimap. Hier ist direkt irgendwas. Beziehungsweise wir haben direkt vier. Halt, nein, Spider-Man, was machst du da? Wir haben direkt vier Sachen. Ah, hier eine Comic-Seite. Na komm, hol sie dir. Genau, was ich wollte. Genau. Da oben ist die nächste. Yo. Bam. Das ist mein Glückstag. Ja, wahrscheinlich. Fliegen wir mal dahin. Dieses Ding bewegt sich, also müsste das so eine fliegende Comicseite sein. Wo ist er denn? Irgendwo unten. Hui. Da, ich hab sie gesehen. Beinahe den Einsatz verpasst. Langsam frage ich mich, wieso die Leute bei Oscorp nicht kündigen. Das frage ich mich auch. Alter, hier gibt's so viel Krempel, das ist ja furchtbar. Hier irgendwo sollte was sein, da unten. Ich mach das. Comic freigeschaltet. Dann tun wir gerade noch Verbrechen bekämpfen. Und zwar genau hier. Ein Notruf ist eingegangen. Standort folgt. Standort folgt. Alles klar. Du bist echt schnell aus dem Knast raus. Hast du mit den Cops geredet? Feuer frei! Fass du mich an, hau ich dir in die Fresse. Und Feuer frei! Heute habe ich was Wichtiges gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen, macht Spaß. Oh, jetzt du noch. Halt, du noch mal. Nein. Ach, egal. Ist da jemand? Was willst du? Das ist wie auf der Hüpfburg, oder? Oh, der lebt noch. Jetzt hat er verloren. Ich hatte wirklich Angst, dass mich jemand mit euch sieht. Ja, Spider-Man, der arrogante Sack. Bäde, bäde, bäde. Wie sich herausstellte, waren viele der von Spider-Man gefangenen Kleinkriminellen wegen schwerwiegender Verbrechen gesucht. Gut, gut. Da sind wir wieder auf einem Hausdach. Da können wir auf einen Hubschrauber. Ich weiß nicht, warum wir das tun sollten, aber wir könnten es. Da irgendwo ist eine Schießerei. Da muss jemand befreit werden. Und hier irgendwo ist noch eine Comicseite. Da. Da komme ich jetzt nicht hin. Ja, dann machen wir erstmal die Schießerei, würde ich sagen.
oben. Wo soll das denn sein? Ich frage mich, worüber J. Jonah Jameson sich beklagt hat, bevor er mich hatte. Den Verkehr? Oh, guck mal da. Da war eine Seite, habt ihr gesehen? Doin. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wo ist die Seite? Ist weg, komplett. Da! Ein Punkt weniger auf meiner Liste. Hat das vielleicht was mit dem Heli zu tun? Offenbar schon. Auf diese Weise bringst du dich noch um. Hey, ich hab gehört, dass sie in der Ecke Donuts verschenken. Boah, wo? Was? Ich will auch einen Donut. Das wird euch wachrütteln. Okay, sorry. Das war abgeschmackt. Mein Sohn bewundert dich. Er ist aber auch nicht der Hellste. Ja, wahrscheinlich wie du. Wenn ich dich loslassen soll, heb einfach die Hand. Nein? Okay. Spidey bevorzugt niemanden. Das gilt auch für die seismische Explosion. Eine Schießerei. Das muss ich schnell beenden. Ja, Spider-Man, wir sind doch schon dabei. Hier nehme ich es jederzeit auf. Mann gegen Mann. Ja, fang mal an. Ganz schön schmächtig. Oh, das war nichts. Das nur Tricks. Oh Gott. Schluss damit. Schnauze jetzt. Ja. In echt bist du gar nicht so gruselig. Schön für dich. Oh, da wollte ich gar nicht hin, aber wenn egal. Du dir weiterhin so wenig Mühe gibst, betrachte ich das als persönliche Beleidigung. Ganz schön schmächtig. So, das waren die drei. Und jetzt folgen du, du Pechvogel? Diese zwei. Oh, oder diese Klappe, drei. Nichts dahinter. Was willst du denn? Pause. Sind doch alles nur Tricks. Ja, bei meinem Glück kriege ich noch Ärger fürs Rauchen in der Öffentlichkeit. Ja, wahrscheinlich. Was? Oh, nein. Wir sind gestorben. Wegen dem scheiß Feuer. Mann, 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 Mann. Ja, mal wieder ein schöner Ladebildschirm. So, gut, dass jetzt die Mission weg ist. Toll. Denk dran, ja, ja. Da vorne kann man wieder ein Foto machen. Hier irgendwo. Mal sehen, ob ich Ihre Informationen fotografieren kann. Ja, das schauen wir jetzt. Die Citibank. Guten Tag, junge Frau. Oh, Sie sehen aber nachdenklich aus. Gutes Foto. Ja. Na bitte, ich spioniere guten Polizisten ja ungern nach, aber es muss sein. Natürlich. Hammerhead kleidet und benimmt sich gerne wie ein Gangster aus den 20er Jahren. Nadelstreifenanzug, Maschinenpistole und so weiter. Er benutzt auch dieselben Methoden. Betonschuhe, Morde auf offener Straße und er führt altmodische Geschäftsbücher. Aber seit der Prohibition ist viel Zeit vergangen. Wenn wir ihn erwischen, kann ich ihn genauso drankriegen, wie man einst seinen Helden Al Capone drangekriegt hat. Wegen Steuerhinterziehung. Alles klar. Verfolgungsjagd. Komm, machen wir die noch. Dann machen wir mal die Hauptmission. Diese Geisel ist in großer Gefahr. Große Gefahr. Hui. Bam. Zeig ihm, wie wir im alten Land waren. Das nenne ich ein Paradebeispiel eines offensiven Fahrstils. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. Und weg da mit der Scheibe. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Mann. Jetzt
jetzt gehen wir mal hier hin. Und dann so. Und so. Die linke Maustaste drücken. Und tschüss. So. Und jetzt schnell diese Dame rausholen. Und das keine war's. Unschuldigen Passanten mehr, die sie bedrohen können. Wildes Rumgefuchtel. Und das war's. Während die Polizei noch im Stau steckte, schwang sich Spider-Man nach vorn und stoppte das flüchtige Auto. Genau, Whitney. Genau so war's. Genau. So. Hauptmission. Ach, manchmal träume ich davon, nach Hawaii zu ziehen. Aber da gibt es nichts zum Schwingen. Ja, das Spider-Man, das hast du schon gesagt. Was war das? Achso, ein Aufstieg. Geil. Haben wir jetzt wieder Punkte? 500, Wahnsinn. Reicht bestimmt für alles. Aua, Hilfe, Mauer. Aua, die Mauer. So. Schnell hier um die Kurve. Und dann noch da entlang. Und hier müssen wir noch rüber. Und dann um die Ecke. Und dann um diese Ecke. Ach, das sind noch 1,5 Kilometer. Was bringt einen dazu, Handlanger zu werden? Fehlende Selbstachtung? Komm, oh ja! Leute. Oh ja! Und vorwärts. Da kann man wieder ein Foto machen. Ich glaube, das nehmen wir gerade noch mit. Wenn wir schon da sind. Ist das oben drauf? Sieht so aus, ne? Hey, und da sind wir. So. Entschuldigung. Nö, eigentlich nicht. Mal sehen, ob ich ihre Informationen fotografieren kann. Kannst du bestimmt. Hier, guck mal. Bäm. Nein, geht nicht. Wir müssen näher rangehen. Und die Bombe platzen lassen. Spideys Tanzparty. Nun, seismische Explosion trifft es eher. Könnte hier passiert sein. Die guckt die ganze Zeit dahin. Was könnte das wohl sein? Ich würde mal tippen, es ist eine Hauswand. Wo bissen die... Ja. Lustig, wenn die Kriminalität steigt, ist es meine Schuld. Und wenn sie sinkt, vergisst jeder, dass ich existiere. Ja. Wo hier die Steine verblassen. Könnte hinkommen, oder? Frau Polizei-Oberkommissarin. Perfekt. Na bitte, ich spioniere guten Polizisten ja ungern nach, aber es muss sein. Videoaufzeichnung. Hammerhead war ein Soldat für die Mafia. Dumme Muskeln zum Brechen von Beinen. Doch dann überlebte er eine beinahe tödliche Kopfverletzung. Der Großteil seines Schädels wurde durch Metall ersetzt und der Rest seines Körpers kybernetisch verbessert. Ich habe selbst gesehen, wie er eine Ziegelmauer mit dem Kopf in Stücke zerschmettert hat, ein Maschinengewehr zu einer Brezel verbogen hat. Er ist auch im übertragenen Sinn ein Starrkopf. Und genau damit kriegen wir ihn. Okay. Der Herr Hammerhead.